So, wir sind bei der Aufgabe 22a und da beim zweiten Video. Wir haben im ersten Video die Verrechnungssätze erstellt oder hergeleitet, wie man es immer möchte. Und wir wollen jetzt natürlich das Ganze auch umlegen und dort wieder meine Tabelle. Vielleicht besser, wenn ich es öffne mit Paint. Ah, da wir eh nicht so viele Kostenstellen haben. Okay, also da wir hier nur drei Umlagen haben, ist mal wieder die letzte Zeile. Wird die hier nicht gebraucht. Und wir fangen an, unsere Sache hier zu beschriften. Und fange ich mal an mit dem. Also als erstes hatten wir ja die Instandhaltung. Ich kürze das mal ab, Instandhaltung. Als zweites hatten wir Logistik. Und als drittes hatten wir die Kantine. Dann hatten wir jetzt N hier die Vorkostenstellen. Also hier Vorkostenstellen Ende. Und jetzt kommen wir zu den Endkosten und dort hatten wir sowieso nur drei Stück, also Fertigung 1, Fertigung 2 und Verwaltung und Vertrieb. Gut. Dann hatten wir primäre Gemeinkosten und die waren bei der Instandhaltung 7.110.000. Dann bei der Logistik hatten wir 580.000. Dann hatten wir 742.500 bei der Kantine. Bei der Fertigung 1 haben wir 16 Millionen und einen Blick. Ich will nochmal kurz was nachgucken. Mir gerade einer Sache nicht so ganz sicher. Wieso kommt da jetzt 80.000 hin? Gut. Also alles richtig gemacht. Ich war mir jetzt einer Sache nicht ganz sicher. Okay. Also 1, 6,
Also 16.381.500. Bei Fertigung 2 haben wir 15.238.238.000. Und bei der Fertigung 3. Ja, es läuft gerade ein bisschen stocken. Fertigung 3 haben wir, bei der Fertigung 3 sage ich schon, bei der Verwaltung und Vertrieb haben wir 4.122.500. So, jetzt aber. Hier unten wissen wir, dass die Summe der Vorkostenstellen immer gleich 0 sein muss. Und dann fangen wir auch gleich an. Also Umlage Instandhaltung. Jetzt wird die gesamte Summe hier rüber nach da abgezogen, also minus 7.110.000. Und das wird jetzt in die Richtung abgegeben. Jetzt wissen wir, dass wir Also, wir haben ja jetzt, schreibe ich nochmal die Verrechnungspreise an. Also wir haben 79 Instandhaltung, waren 79 Euro je Stunde. Dann haben wir bei Logistik 93 Euro und bei der Kantine 5,50 Euro pro Essen. Gut, jetzt haben wir bei der Logistik, also die ganze Umlage, um das nochmal ein bisschen einzuzeichnen, geht also runter und so zur Seite. Und geht dann in die Richtung. Und hier haben wir, was kriegt diese Position? Hier haben wir 17.000 Instandhaltungsstunden in Anspruch genommen. Oder? Ich muss jetzt. Nee. Das Ganze hat hier 0 Stunden in Anspruch genommen. Das hat auch 0 in Anspruch genommen. Also können wir hier 0 hinschreiben. 0, 0. Und hier hinten haben wir aber was, nämlich 57.000 Instandhaltungsstunden. Und damit kommen wir auf eine Zusatzbelastung von 4.503.000. Dann haben wir hier 18.000 Stunden, die in Anspruch genommen wird. Das sind 1.422.000. Und Verwaltung hat ebenfalls 15.000 Stunden in Anspruch genommen. Und dort kommen wir auf eine Zusatzbelastung von 1.185.000. Gut, das war's. Jetzt geht das wieder hier runter. Bis hierhin. Dann ziehen wir das ab, also Minus. Und jetzt der Summe, die hier nach unten gebildet, und dort haben wir ja nicht allzu viel, sondern nur die 5.580.000.
dann geht es wieder nach da. Okay, dann haben wir die nächste Position. Und auch hier wird wieder nichts entgegengenommen, also 0. 0, aber die Fertigung hat 9000, also Umlage natürlich Logistik. Und hier unten Umlage Kantine. Und jetzt werde ich einfach, weil ich glaube, das Prinzip ist klar, nur noch die Zahlen hinschreiben, weil sonst geht das Ganze hier noch in die Ewigkeit. Also 837.000, dann haben wir noch 3.906.000 und 837.000. Dann haben wir wieder eine Umlage. Bis hierhin. Und dort verrechnen wir 7.042.500. Und das geht wieder nach drüben. Und das ist natürlich auch mit Minus belastet. Und dort geht es dann weiter. 264.000. 363.000 und 115.500. Dann hier unten die Summen gebildet. Da kommen wir hier auf 21.985.500. Dann haben wir hier 20.985.500. Und hier in der Spalte haben wir 260.000. Okay, was können wir hier rausschließen? Also, hier haben wir überall Nullen zu stehen. Das bedeutet, das wurde ja nirgendwo was dazu gerechnet. Also hätten wir uns eigentlich auch das Stufenleiterverfahren sparen können und gleich das Anbauverfahren machen können, weil in dieser Sortierung, also in dieser Reihenfolge, haben wir ja nichts weiter umgelagert als diese Kostenstellen. Und der geschulte Blick, wenn hier überall Null steht und hier ja auch nichts verrechnet wird in der Sache, dann ist es genau dasselbe wie das Anbauverfahren, das eigentlich schlechteste Verfahren, was wir halt zur Verfügung haben. Aber okay. Deswegen gibt es ja gleich auch noch die 22b, da sollen wir uns selber Gedanken machen, wie wir das Ganze sortieren. Okay, so viel dazu. Falls ihr dazu noch Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne stellen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag.